Manus. So, als erstes ein großes Dankeschön dafür, dass ihr gekommen seid. Ich möchte ehrlich sein, ich hätte mich nicht gewundert, wenn der Raum leer gewesen wäre. Ich meine, die Security Nightmares laufen gerade, das ist eins der größten Events hier und ich bin wirklich sehr geehrt, dass ihr hier seid, dass ihr mir jetzt eure Aufmerksamkeit schenkt. So, wie ich sehe, haben wir hier ein Problem mit dem Bild. Sorry. Kleinen Moment. You know how stuff works, don't you? And of course, I am in the wrong folder. Ich bin hier noch im falschen Ordner. Dann mache ich jetzt mal ein bisschen Kommandozeilenfu. Oh, come on. Na komm schon. Presentation. So, this is the main part where I explain to you how you start a presentation. Okay, das ist der Hauptteil von heute, wo ich euch erkläre, wie man eine Präsentation startet. And this thing's great. Yay. I think we do have to. Ich denke, wir müssen das anders machen. Ich muss. I'm sorry. Es tut mir leid. Okay. So geht das hier also. As you have imagined, it's about. Wie ihr euch schon gedacht habt, geht es um das Herstellen eines eigenen Teleskopes. Und ich werde jetzt einfach ein wenig vor mich hin brabbeln. Ja. Also als kleine Anmerkung vom Translation-Team, sowas zu übersetzen macht sehr viel Spaß. I just screwed up. Totally. Don't worry about it. I think you're not live. Yeah, I don't think so either. So, he told me not to worry about it. Okay, er hat mir gerade gesagt, ich soll mich nicht sorgen. To be honest, I don't have to worry about it. Um ehrlich zu sein, ich muss mich auch gar nicht sorgen. Also es ist der letzte Tag des Kongresses, wir haben alle nicht viel geschlafen, da kann sowas passieren. And we are all hackers, so we love tunnels and why not just look at them for a few minutes? Ja, und wir sind alle Hacker und wir lieben Kommandozeilen, also gucken wir doch gerne dahin. Und um einfach die Schönheit der grünen Schriftzeichen auf schwarzem Schriftgrund zu würdigen, das ist doch gut. Oh yeah, yeah. Ja. So, if you want to poon my laptop, if you do it, you're gonna die. Yeah. And I'm not especially the. I'm just saying I've only seen that happen with Linux machines. Right? So, ich muss sagen, ich habe das bisher auch nur mit Linux-Maschinen gesehen, dass das passiert. Es ist bestimmt kein Grund, aber oh, da passiert was auf dem Monitor. Vielleicht sind wir bald da. Let's set the duration to 45 minutes, shall we? Yeah, and don't worry about it. Okay, macht dir keine Sorgen. Na! Ich glaube, so müsste man das übersetzen. No, I can't. It's Nein, nicht. Das geht hier alles nicht. That's not the problem. The problem is that the other half is Nein, das ist nicht das Problem. Monitor. Die eine Hälfte ist auf dem Laptop-Monitor. So now we're gonna do it. We're gonna do it. Okay, jetzt machen wir das einfach so. Anything because this thing sucks. Und ich kann hier gerade nichts dran ändern. Das ist alles total blöd hier. I don't know. You probably have time. Ja, ihr habt bestimmt Zeit. Wir haben auch Zeit. Ah, wir haben hier etwas. Nice. Begeisterter Applaus. Also. There are a lot of ones you can buy and this one is open source and of course das hier ist open source und ich liebe open source und ich benutze das hier und ich habe es noch nie mit einem zweiten Monitor benutzt
Wer denkt denn auch an sowas? Okay. Es geht um Amateurteleskope. Das Erste, was ich oft höre, ist, ich meine, ich bin im Volksobservatorium in München und ich habe einige Forschung in Astronomie betrieben und ich bin da irgendwie drin in dem Thema. Ich zeige Menschen das Observatorium, ich erzähle ihnen, wie Teleskope funktionieren, und wenn ich ihnen das erzähle, dann sage ich ihnen, ja, guck mal, du kannst was sogar selbst bauen. Und die sagen, ja, klar, das, wie soll denn das gehen? Das ist doch ein optisches Präzisionsinstrument. Man muss doch teure Maschinen haben und du musst ganz viel über Optik wissen. Und dann sag ich, nee, eigentlich nicht. Denn ja, du brauchst zwar teure Maschinen, wenn du es wirklich maschinell machen möchtest. So, wenn du es wirklich riesig bauen möchtest, dann brauchst du natürlich eine riesige Maschine. Wie willst du auch tonnenschwere Glasspiegel bewegen und so etwas? Aber, da gibt's ein ganz großes Aber. Nee, das klingt so auch nicht richtig. Oh. Also wenn du es von Hand machst und wenn wir von Teleskopen sprechen bis zu einem Durchmesser von einem Meter. Also ein Meter ist schon ein ziemlich großes Teleskop. Dann kann man es immer noch von Hand machen. Es ist viel Arbeit, aber es geht. Du kannst es mit den bloßen Möglichkeiten des menschlichen Daseins, man kann als Mensch Dinge nicht immer wieder in exakt derselben Weise tun, aber du kannst ein Teleskop machen, das die zu kaufenden Teleskope deutlich schlägt. Und du kannst viel Geld dafür bezahlen. Das wird jetzt hier ein kurzer Überblick. Das heißt, wenn ihr noch mehr Fragen habt, schreibt mir eine E-Mail oder über Twitter oder kommt zu mir persönlich, wofür wir eigentlich gar nicht Zeit haben. Ich kann euch das alles erklären und euch sagen, wo ihr die Dinge bekommt. Und wenn du Interesse hast, wenn ihr Interesse habt, dann kontaktiert mich und ich werde euch antworten. Ich werde mein Wissen weitergeben, denn nochmal, das Wissen, das ich habe, ich bin nicht der beste Typ dafür. So, und wenn Status jetzt gerade zuguckt, und ich bin mir sicher, er guckt gerade zu, vielen Dank an dich nochmal, dass du mir das alles gezeigt hast. Du kannst das alles viel besser als ich. So, okay, nochmal. Warum brauche ich ein Teleskop? Ich kann zum Beispiel im Dunkeln rausgehen. Dunkelheit ist ein wichtiger Teil übrigens. Also Astronomie funktioniert viel besser, wenn man die Sterne auch sehen kann. So, wir reden ja über optische Astronomie. Ich habe ein Auge, ich kann die Sterne und die Milchstraße auch so sehen. Das ist ein wunderschöner Ausblick. Und ich kenne Menschen, die rausgehen und sagen, es war eine schöne Nacht, es ist, sie haben ihr Teleskop aufgebaut vor Ort und dachten sich, ach Mist, ich lasse das jetzt mit dem Teleskop, ich lege mich hier ins Gras und gucke nach oben. Das ist Amateurastronomie, man mag es einfach. Und wenn einfach mit bloßem Auge in den Himmel gucken für dich das Richtige ist, mach es. Und wenn du ein Teleskop baust, dann lass dir von niemandem sagen, das funktioniert nicht. Wenn du weißt, dass es für dich das Richtige ist und funktioniert, dann mach es einfach, das ist das Wichtigste. Du kannst es so machen, wie du es willst. So, jetzt kommen einige Anreize. Das erste ist, mit Teleskopen kann man sich Galaxien angucken, so wie diese hier. Diese Galaxie ist von einem bodenstationierten Teleskop. Das ist deren Job, solche Dinge, solche Bilder zu machen. Und du wirst das nicht in einem Teleskop selbst sehen. Du kannst diesen Fleck in der Mitte mit einem selbstgemachten Teleskop sehen. Und wenn dir das nicht ausreicht, dann schlechte Nachrichten, das geht halt nicht. Aber es gibt bessere Objekte. Das hier ist ein Doppelstern.
Und du kannst es mit dem bloßen Auge sehen, als einen Stern, aber mit dem Teleskop siehst du beide Sterne. Der eine ist blau, der andere ist rot. Und da siehst du Astronomie, also wenn ihr Astronomie in der Schule hattet oder in der Universität, dann weiß man, manche Sterne sind rot, andere sind blau. Wow. Aber wenn du es mit dem Teleskop selbst siehst, ist es nochmal was ganz anderes. Je mehr du darüber weißt, je mehr du das mit bloßen Augen gesehen hast, ist das Erlebnis einfach viel besser. Oh, sorry, Planeten? Nee, das war Pluto, sorry. Wir sind bei Planeten. Das ist das, was du sehen würdest. Naja, nicht ganz genau so. Und das ist von Hubble. Du kannst ähnliche Ergebnisse mit einem Amateur-Teleskop sehen. Und dazu müsste man ein Video machen und mehrere Bilder übereinander stacken und dann bekommst du so eine Qualität. Wenn du direkt darauf schaust selbst, dann wäre es etwas unschärfer und du würdest aber auf jeden Fall die Streifen sehen können, den großen roten Punkt dort. Fun Fact, dieser große rote Punkt ist doppelt so groß wie die Erde. Das ist wirklich groß. Ja, großer roter Punkt ist ein passender Name. So, nochmal zurück nach hier. Also, du brauchst Licht. Was ein Teleskop macht, es erweitert deine Augensicht. Es macht keine Dinge sichtbar, die unsichtbar waren, aber es kann Licht sichtbar machen. Es sammelt, es bündelt Licht und kann Licht aus Regionen sichtbar machen, das du mit bloßem Auge nicht sehen könntest. So, wie funktioniert das? Das ist eine Linse. Licht geht rein, Fokus kommt raus, fertig. Kann man das erklären? Ja, kann man. Jeder, der eine Brille trägt oder ein Fernglas benutzt hat oder was auch immer du gemacht hast, so funktionieren Linsen, das ist das Hauptprinzip. Und das ist das, was die meisten Menschen denken, wenn sie über Teleskope nachdenken. So, jetzt haben wir hier Spiegel. Spiegel haben einen deutlichen Vorteil. Du brauchst nur eine Oberfläche. Das macht die Herstellung günstiger. Man kann sie von hinten abstürzen, man kann sie abstützen, man kann sie einfacher bauen. Also heutzutage sind Spiegel einfach der bevorzugte Weg. Egal wie groß, wenn man ein 6-Zoll-Teleskop macht oder 8 Meter, so wie das VLT oder 14 Meter, so. Let's see that. I would love so wie eins der Teleskope, was jetzt gerade noch entsteht. Wir reden hier über richtig heißen Scheiß. Was dieses Teleskop macht, du hast eine Hauptkomponente, der Newton, wie man hier sieht. Und die Krümmung des Spiegels, wir nennen ihn hier M1 und der andere ist M2 und man kann sich vorstellen, wie das mit der Nummerierung geht. Im Grunde genommen fokussierst du, biegst du das Licht in eine Richtung. Und du hast da dein Auge oder deine Kamera oder auch einen Kochtopf, den du erhitzen willst mit dem fokussierten Licht. Das ist, wie es funktioniert. Das ist das Grundprinzip davon. So. Und während ich jetzt schon ganz auf Grundlagen erwähnt habe, ja, gehen wir mal zu den Grundlagen. Das sind Kreise, farbige Kreise, um genau zu sein. Und was wir hier haben, stellt euch vor, das ist 7 mm. Das ist die Augenöffnung eines gesunden, jungen Erwachsenen bei extrem geringen Lichtbedingungen. So, das ist das meiste, wie weit dein Auge sich überhaupt öffnen kann. Und wenn du älter als 30 wirst, jetzt kommen schlechte Nachrichten für euch, dann habt ihr keine 7 mm mehr. Es wird weniger mit dem Alter und im Alter von 60, 70, da reden wir über nur noch ungefähr 5 mm Augenöffnung. Und ihr könnt hier sehen, okay, das ist ziemlich groß hier vorne. Ich habe das gemalt und habe es wirklich im Maßstab 1:1. Und
habe mich schon gewundert, es ist zwar groß, so, und, aber es wird noch größer. Der nächste Kreis, der repräsentiert einen Durchmesser von 50 Millimetern. Eine 50 Millimeter Blende. So, und wenn du so ein billiges Teleskop für dein Kind kaufst, für 100 Euro, mach das lieber nicht, das ist Schrott, was du da kaufst. Aber nun ja. Kinder werden frustriert und haben da keine Lust mehr auf Astronomie, weil sie schlechte Teleskope kriegen. Und auch Ferngläser haben auch diesen Durchmesser. Und für 100 Euro kannst du sehr schöne Ferngläser kaufen mit zweimal dieser Blende, links und rechts, und dir den Himmel angucken. Das ist nicht kein teures Hobby und es ist wirklich gut. Und Menschen stellen ihre Teleskope zur Seite und benutzen lieber Fernrohre. Jedes Fernrohr gibt dir eine andere Sicht auf den Himmel. Und es ist wirklich, du kannst einfach klein anfangen. Und dann haben wir 140 mm, das ist ein typisches Anfängerteleskop. Und das da oben, das ist kein Mond, das ist ein 1 Meter Spiegel. Passt nicht auf den Slide. So, wie man hier sehen kann, die meisten wissen es auch schon, aber genau, die Oberfläche eines Kreises wächst exponentiell, quadratisch. So, und du verdoppelst den Durchmesser mit Faktor 2 und die Fläche erhöht sich mit Faktor 4. Letztendlich sammelst du viel mehr Licht. Licht ist extrem wichtig, denn man versucht, das allerletzte Photon noch irgendwie rauszukitzeln. Zumindest das letzte Photon, das in unsere Richtung fällt. Und die andere Sache ist, mit dem Durchmesser erhöhst du auch die Auflösung. Das ist die sogenannte Baseline. You don't need that part. Und um die Auflösung zu erhöhen, brauchst du nicht diesen Teil. Der sammelt einfach nur Licht. Man könnte einfach den linken und den rechten Rand nutzen und du hättest schon eine verbesserte Winkelauflösung. Und das machen wir tatsächlich. Es ist interferometrische Astronomie. Mit optischen Teleskopen schafft man es zum Laufen zu kriegen, aber es ist echt eine steinige Straße, ein steiniger Weg, den man da geht. Okay, sorry, ich bin viel zu viel auf Kaffee und wisst, wie das ist. Großes Publikum, helles Licht, du kannst nicht sehen. Okay, so funktioniert es. Es ist invers proportional. So, nochmal, wir haben zwei Typen von Teleskopen und wie sie funktionieren. Da geht das Licht von vorne herein und in dem Spiegel wird es reflektiert. Und du musst diesen Teil haben, diesen zweiten Spiegel, der nach oben das Ganze reflektiert. Und da haben wir ein typisches Einlinsenteleskop und da hat man Farbfehler aufgrund der Brechung. Und das, darum geht es aber nicht. Das, was ich zeigen will, da haben wir zwei Oberflächen und oben haben wir nur eine. Und diese eine Oberfläche muss nicht zu irgendwas anderem passen. Du baust daran und sobald es funktioniert, funktioniert es. Und hier brauchst du zwei Oberflächen und die müssen zusammenarbeiten, zusammenpassen und das ist viel schwieriger. Und wenn du das falsch machst, dann kann es komplett den Bach runtergehen. Wenn es nicht ordentlich zentriert ist, dann ist die ganze optische Fähigkeit des Teleskops ist dann ziemlich im Eimer. So, und jetzt zum Hauptteil. Eben das Teleskop bauen. Wirklich das Teleskop dann bauen. Zuerst rede ich über die Optik. Das ist der Teil, der am kompliziertesten ist. Kompliziert ist eigentlich das falsche Wort. Weniger Leute kennen sich mit Optik aus als mit Holzarbeit.
So that's the new part for most of you, I also guess. Das ist für die meisten mehr das Neue. At least one person in the audience, ich weiß zumindest, dass eine Person im Publikum schon an Teleskope bauen denkt und der weiß vielleicht schon mehr. Aber jetzt, es ist nicht kompliziert, aber warum würde man das überhaupt machen? Well, basically, also grundsätzlich, weil flexible. Man flexibel ist damit. Du kannst es auf die Art bauen, die du willst. Wenn du ein Teleskop haben willst, das rosa ist, dann kannst du ein Teskop machen, das rosa ist. Wenn du ein Teleskop machen willst, das scheiße ist, dann kannst du ein Teleskop machen, das scheiße ist. Du kannst es machen, wie du es willst. Du kannst auch Raketenwerfer einbauen, was von irgendjemandem hier schon vorgeschlagen wurde. Aber ich würde das nicht empfehlen. Die meisten Astronomen mögen das nicht, Raketenwerfer an ihren Teleskopen zu haben. Dann die Qualität. Du kannst es so gut machen, wie du willst. Du kannst durch N plus 1 Iterationen gehen und immer noch eine dazu machen. Immer noch eine Iteration. Und es stört niemanden. Also irgendwann schon, aber weil irgendwann willst du auch was tun damit, aber da stecke ich zumindest fest. Ich mache immer mehr Iterationen. Ich habe jetzt zweimal neu angefangen, den Spiegel zu schleifen. Aber du kannst es anpassen. Wenn du ein Teleskop brauchst, das nur für Infrarot funktioniert, weil du eine Infrarotübertragung machen willst, dann mach es. Du musst nicht zu viel Zeit investieren. Du musst es nur kurz polieren, grob. Und ja, es funktioniert. Du hast nicht diese hohen Spezifikationen, diesen hohen Stand, die du mit optischem Licht hast. A small disclaimer here. Die Kosten. If you're going to make a telescope, you want to save money. Kleine Notiz dazu. Kleine Warnung. You can buy really decent telescopes nowadays. Also wenn du es nur wegen dem Preis machst, dann tu es nicht. Up to 16 inch. Man kann ziemlich tolle Teleskope kaufen mit bis zu 16 Zoll. I'm talking about raw costs here. Du würdest schon Geld sparen, also nur Geld und nicht die Zeit, die du mal brauchst damit. Wenn du das einberechnest, dann wird es viel zu viel. Ich nehme nur den Cash, den du dafür hinlegst. Du würdest Geld sparen bis 16 Zoll, aber wenn du ein kleines Teleskop machst, das du auch benutzen willst, herauszufinden, wie es funktioniert, wie es ist, wie die Probleme sind. Und dann mach's größer. Wenn du wirklich groß wirst, wenn du über 18, 20, 24, 30, 34, 40 Inch gehst, Zoll, 40 Zoll, also das, es gibt kein Limit. Leute haben Amateurteleskope, die einen Meter Durchmesser haben. Das ist Wahnsinn. With a trailer, wenn dieser Typ mit seinem Anhänger kommt und sagt dir, das ist voll, es ist ein Teleskop, ein einzelnes Teleskop. Du musst 2,5 Meter die Leiter hinaufklettern, damit du zum Augenstück kommst. Dann, das ist Wahnsinn. Das ist verrückt. Aber dann wieder, wir sind ja im Hacker-Kongress mitten in den Ferien. Ich schätze, wir sind ja alle ein bisschen verrückt. Und natürlich Verfügbarkeit. Teleskope über 18 Zoll. Leichte Konstruktion. They're not that abundant. There are some von denen gibt es nicht so viel. Es gibt einige kleine Hersteller. Und du bestellst es heute und dann hast du es vielleicht in 2 Jahren mal. Und in der Zeit hast du es selber auch schon gebaut. Und am wichtigsten, weil du es kannst, weil du es verdammt nochmal kannst. Und all those outlines are basically
Alle diese Gründe lassen sich übertragen auf, warum baue ich denn meinen eigenen 3D-Drucker? Ich meine, natürlich vor ein paar Jahren konntest du es einfach anders nicht bekommen, musstest du den selber bauen. Aber heutzutage kannst du 500 Euro, 700 Euro zahlen und du kriegst einen ganz guten. Das ist nicht der beste, hat ein paar Probleme, aber das ist ein guter. Aber viele machen es trotzdem, die bauen ihre 3D-Drucker. Linux from scratch. I think I still don't understand. Es gibt Linux from scratch. Ich verstehe das noch immer nicht ganz, aber das ist vielleicht einfach nur mein fehlendes Verständnis. Aber Leute tun das. Leute tun Zeug selbst. Und das ist der Grund, weil ich es schneller haben will, weil ich es besser haben will, weil ich es jetzt haben will, weil ich es anders haben will. Ja, wie ich es halt haben will. So, die Einkaufsliste. Wenn du sagst jetzt, ja, cool, will ich machen. Und wenn du anfängst und ja, jetzt zum Baugeschäft will und was muss ich jetzt eigentlich kaufen? Brauchst ein Stück Glas. Kleine Vorwarnung, du brauchst spezielles Glas. Nicht immer, wenn du kleine Teleskope machst. Ich kenne so einen Typen, der hat zwei wirklich kleine Teleskope gemacht, 4 Zoll, mit normalem Fensterglas. Was ein Albtraum ist, wenn du das machst. Aber es ist okay für die Größe und es ist billig. Es ist wirklich billig, er hat genau gar nicht so viel gezahlt. Ich meine, wir reden über 4 Zoll, das ist diese Größe hier. Das ist ein Stück Glas, das kriegst du vom Müll, das kriegst du vom Müllplatz. Also einfach kein Problem, niemand kümmert sich drum. Dann brauchst du ein Werkzeug. Das Werkzeug kann ein anderes Stück Glas sein, kann Granit sein, kann Ton sein, kann so etwas Zusammengesetztes sein, so zwei Stück Badezimmerfliesen und die zusammenkleben mit etwas Ton oder was auch immer du gerade findest und das dann versiegeln, das ist wichtig. Aber wenn du damit anfangen willst, dann google es einfach. Google oder schreib mir halt. Und, aber du wirst herausfinden, wo du die Infos kriegst. Aber die Details sind hier nicht. 90% der Details habe ich hier nicht. Sand, um genau zu sein, Silikonkarbonat, aber ehrlich, du nimmst ein bisschen Glas und wirfst ein bisschen Sand drauf und dann hast du ein Teleskop, so irgendjemand dazu beschrieben mal, wie wir es am Astronomie-Treffen besprochen haben. Brauchst ein meistens ist das Ceroxid, das ist wirklich interessante Chemie, die da geht. Und niemand weiß wirklich warum. Wenn irgendjemand hier im Publikum, und das bin ich jetzt der Leute, um Hilfe fragt, wenn irgendjemand hier weiß, wie Ceroxid wirkt, wie es Glas schleift, dann komm hier und du kriegst eine Mate. Ich habe es echt schwer herausgefunden. Es ist wirklich... Ja. That's the mirror. Hier haben wir, das obere ist der Spiegel, das untere ist das Werkzeug. Hier habe ich es mit zwei Stück Glas gezeigt, weil ich faul bin. Was du tust, du hast diese zwei Spiegel und dazwischen hast du den Sand. Und was du tust, ist, du wendest Druck an, du drückst drauf. Was passiert ist, in der Mitte vom oberen Teil hast du höheren Druck. On the edge of the bottom part, auf der Kante vom unteren Teil hast du auch höheren Druck. Also aufzeigen und ich will wirklich, dass ihr hier mitarbeitet. Was passiert mit dem oberen Teil? You wrote the middle. Was passiert jetzt mit dem oberen Teil? Du trägst die Mitte ab. Ja, hier passiert ein Loch in der Mitte. We had that concave und erinnert ihr euch noch an vorher, wo wir diesen konkaven Spiegel hatten? Und ja, das ist, was passiert. Man kriegt die Krümmung. Und wenn du das tust, chaotisch, also chaotisch genug, also du drehst die beiden Dinger
in opposite directions, in randomly, like you make, Gegensätze, Richtungen, zufällig. Eigentlich wollte ich das hier kurz demonstrieren, aber ratet mal, wo die Präsentation ist, zu Hause, wo sie wirklich urviel unnützlich ist. Du bewegst es, du bewegst es einfach rein, du machst chaotische Bewegungen und was passiert ist, du kriegst einen sphärischen Spiegel. Was du dann machst, ist, du misst, wie tief du bist. Und wir kennen die Form einer Kugel und du kommst irgendwann zu dem Punkt, wo es die Form hat, die du willst. Und dann verfeinert man es mit Silikonkarbonit von 60 bis 320, das ist die Feinheit hier. Aber ihr wisst es, kennt ihr das? Ist das Zeug, was ihr auf Schleifpapier kleben habt. Und du fängst an mit 60 und gehst dann bis 320 rauf. Granule size, and then you go to aluminium oxide. Von der Feinheit her. Und dann gehst du zu Aluminiumoxid. Und das ist wirklich lustig. Ich bin herumgereist in München, in der U-Bahn. Und wie es so passiert, habe ich meine Geldbörse daheim vergessen. In der Geldbörse war mein Zugticket. Natürlich, wenn du es einmal daheim vergisst, wirst du kontrolliert und ich wurde kontrolliert. Sometimes it happens that the police is present. So und hin und wieder passiert, dass der Polizei dabei ist. Police officer. Und stell dir vor, der Polizeibeamte, der fragt also, ja, was ist jetzt in deinem Rucksack? Und naja, ich habe gerade meinen Spiegel gekauft und es ist auch ein bisschen Schleifmittel dabei und ein bisschen Silikonkarbonit und Aluminiumoxid. Aluminiumoxid ist. Und wer von euch weiß, was für eine Farbe Aluminiumoxid hat? Es ist reines Weiß. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr habt weißes Pulver mit 9 Mikrometern im Rucksack. Der hat angefangen, Fragen zu stellen. Und er wollte mich testen und ich habe gesagt, hey Leute, hier seht ihr, hier habt ihr das in der anderen Größe und das ist schwarz, weil das ist Silikonkarbonit und sie haben mir geglaubt, aber trotzdem, es war kompliziert. Ja. Eine Frage aus dem Publikum, die ich hier nicht verstehe. Anmerkung vom Übersetzungsteam, die Fragen aus dem Publikum verstehe ich hier nicht. Really honestly don't hear what you're saying. Und der Speaker anscheinend auch nicht. Is the mic on? I just said you can be very lucky that I didn't ask you for a bioassay, that you didn't have to try out the powder and put it into your body somewhere. Actually, yes. There's some research coming up about what aluminium does to your body. Okay, also was ich nur sagen wollte, du kannst echt froh sein, dass du das nicht als biologischen Test machen musstest, dass du das irgendwie probieren solltest. Was ich nur sagen will, es ist eine wirklich schlechte Idee. Okay. Also, dann mit all diesen Schritten wirst du immer feiner. Du verfeinerst die Sache immer weiter. Und du startest mit dem 32 Mikrometer Aluminiumoxid und dann kannst du schon sehen, wenn du auf einem flachen Winkel darüber guckst, über den Spiegel, dann kannst du sehen, dass es anfängt zu reflektieren. Und denkst du, ja, ich habe gleich einen Spiegel. Naja, noch nicht ganz nah dran. Und dann kommt die eigentliche Arbeit. Dieser Mensch hier, der das Poliermittel aufträgt, das ist der Guru in Deutschland. Meiner Meinung nach zumindest, er weiß eine ganze Menge über Spiegelschleifen. Und ich weiß, dass er gerade zuguckt und jetzt wird er wahrscheinlich rot anlaufen, aber naja, ist mir doch egal. Also, was du nun brauchst, ist Ceriumoxid. Wisst ihr, warum es
Pitch Black, schwarz heißt, das Licht an diesem Pitch. Und dieses gelbe Puder, das war auch lustig, das sollte ich auch noch testen. Also du löst es in Wasser auf und du trägst es auf den Pitch auf. Ich übersetze. Du brauchst nicht viel davon. Das Ceriumoxid, das interagiert chemisch mit dem Glas und dann bettet es sich ein in das Pech und es werden so Millionen und Millionen an kleinen Messern und das schleift das weg und schmiert es auch gleichzeitig. Und außerdem, ich habe mal ein Paper gefunden von chinesischen Forschern und von dem ich weiß nicht viel davon, aber ich glaube es eigentlich nicht, dass es auch ein bisschen thermische Reaktion macht, die das Glas dabei schmiert. Und ich habe keine Ahnung. Diese chinesischen Leute, die ich nicht glaube, haben mehr Kredibilität als ich. Und dann musst du testen. Der ganze Prozess ist sehr iterativ. Du tust, du schaust, was passiert, und dann tust du es nochmal, und dann schaust du, was es dann tut, und so weiter und so fort. Und zuerst willst du herausfinden, wie tief ist es eigentlich, was ist die Form meiner Kugel gerade. Und so machst du es. Du nimmst dein Lineal und misst es einfach. Und das war's. Einfach, oder? Kein Hightech hier. Und der mehr Hightech-Weg hier, Hightech, was auch immer, also Hightech jetzt so in den 70er Bedeutung, du nimmst einen... You take a torch and you look where the reflection goes, and if you hit the right spot, you will know that. Okay, also du nimmst eine Lichtquelle und du guckst einfach, an welcher Entfernung der Brennpunkt ist und du messt diese Entfernung und du probierst es einfach, bis du diesen Brennpunkt hast. Und dann weißt du, dass es eine Kugelform ist, ist eine ganz elementare Sache, das ist klar. Und somit ist es eine total einfache Sache, keine komplexe Geometrie. So, und die Spiegelgeometrie heißt, alles, was in der Mitte ankommt, wird auch in der Mitte wieder reflektiert. Und das nennen wir den Foucault-Test. Genau. Die meisten Menschen kennen das Foucault'sche Pendel, aber das ist auch eine geniale Methode, um sehr präzise Spiegelmessungen zu machen oder von generell spiegelnden Oberflächen mit minimaler Kosteninvestition. Und wenn ich sage, wir machen einen Foucault-Tester und wenn du es wirklich richtig abgefahren machen willst, dann, na, du kannst es aber auch komplett kostenlos machen, wenn du einfach zum Schrottplatz gehst. Es ist, man kann es wirklich günstig machen und es ist immer noch unglaublich überraschend genau, was dabei rauskommt. Und dann gibt es Interferometrie, das ist der viel technischere Weg. Und ich könnte einen ganzen Talk über Interferometrie machen, weil man muss so viele Effekte dabei beachten, dass ich einfach sagen würde, es ist nichts für Anfänger. Aber es gibt eine ganze Menge Informationen dazu natürlich auch. Google es und du wirst zufrieden sein mit der Information, die du kriegst. Okay. Hier haben wir also den Foucault-Tester. Unten sieht man eine Lichtquelle. Taschenlampe zum Beispiel, und es scheint auf unser Testsubjekt, auf unseren Spiegel, über den Spiegel, und da haben wir eine Messerklinge dort rechts. Das ist deshalb der Foucault'sche Messerschneidentest. Und was man da sehen kann, ist ein erleuchtetes Auge.
Was ist jetzt der Gedanke dahinter? Hier sind wir ungefähr in der Mitte des Spiegels. Die Dimensionen sind ein bisschen anders skaliert. Es ist ein Bild aus der Wikipedia und das ist so skaliert, dass man es besser verstehen kann. Wenn man diese Größe zum Auge vergleicht, der müsste der Spiegel weiter weg und auch weiter entfernt und größer sein. Er verdoppelt so weit. Das wäre eine typische Entfernung. Hier sind wir ungefähr in der Mitte. Also, was du dann machst, ist, ich weiß, wenn ich etwas von genau aus der Mitte auf den Spiegel projiziere, dann geht es genau zurück zur Mitte, auf einen einzelnen Punkt. So, wenn ich hier eine Messerklinge hinlege, eine wirklich scharfe Klinge, die entweder das Licht komplett blockiert, ganz binär, entweder blockiert oder durchlässt. Wenn ich eine perfekte Kugel, perfektes Setup hätte, dann würde ich theoretisch, dann würde ich das Testsubjekt erleuchtet sehen und es würde schlagartig schwarz werden. In dem Moment, wo ich die Klinge in den Strahlengang lege, vor und zurück. So, und dann kommt die Realität. Und du bekommst Abweichungen in der Kugelform. Das da unten rechts ist mehr oder weniger eine gute, perfekte Kugel. Und hier kann man sehen, da gibt es irgendwie etwas Lustiges, was da am Rand passiert. Und da ist irgendwie ein Berg in der Mitte und da ist ein kleinerer Berg mit einer komplett verdorbenen Kante. Hier sieht man einige Abschattungen. Da ist in der Mitte eine Mulde und diese Ecke ist auch wieder kaputt, die Kante. Aber das ist ein sehr typischer Fehler, den man als Anfänger macht. Nichts, was man nicht korrigieren könnte. Aber ja, das ist, was man sehen würde. Und man sieht diese Abweichung von der Kugel. Da reden wir über vielleicht das hier. Das ist riesig, das sind 200 Nanometer. Ja, Nanometer. Ja. Entschuldige mich bitte. 20 Wellenlängen. Entschuldigung. Lambda 20, also das sind 20 Wellenlängen. Und je nachdem, was man nutzen will, man würde weißes Licht, also 20 mal 400 Nanometer, dann sind wir. Wir reden hier von präzisen Testmethoden. Moment, ich weiß nicht, habe ich irgendwo ein Bild? Du hast diesen Foucault-Test und jemand streckt seine Hand dort hinein in den Strahlen und du kannst wirklich sehen, die thermischen Turbulenzen über der Hand. Also, du kannst dir vorstellen, was die Auflösung dort ist. Es ist wirklich, wirklich gut. Und Interferometer ist, damit ihr was habt, was ihr googeln könnt. Das sind Interferometer, die funktionieren. Und zwar, das sind welche, die Anfänger gebaut haben. Die sind nicht so präzise, aber die haben einen Vorteil bei der Konstruktion. Das ist einfach nur für euch, wenn ihr es nachgucken wollt. Das ist das, was man suchen würde. Point Diffraction Interferometer, Bars. Aber das ist ein ganz spezielles. Okay, nochmal. Ich könnte da ewig weitermachen. Also, ich habe ihn nicht unbedingt gemocht, aber ich habe nicht die ganze Wahrheit erzählt. Die Kugel gibt euch kein perfektes Bild. Wenn du Licht aus unendlicher Entfernung hast, hier ist eine kleine Demonstration, wenn das Licht also aus der Unendlichkeit kommt, hast du parallele Strahlen. Ja, es hilft immer, Batterien zu schütteln. Hier sieht man, das ist die Brennregion. Brennpunktregion, das ist in sphärischer Betriebsweise.
Man hat es immer bei solchen optischen Elementen, die es ist für solche Elemente immer schwierig, Licht aus unendlicher Entfernung zu fokussieren. Und um das zu korrigieren, ist es ziemlich einfach. Man nimmt einfach die Kugel. Das ist ein bisschen übertrieben hier, aber du nimmst eine Kugeloberfläche, eine sphärische Oberfläche, und du machst ein kleines Loch in die Mitte und dann hast du eine Parabel. Und wie gesagt, das hier ist wirklich, wirklich übertrieben. Das ist viel größer als in Wirklichkeit. Aber du kannst es messen, wenn du das Licht rückwärts machst. Du kannst eine Glühbirne hier hinstellen und du kriegst die parallelen Lichtstrahlen nach draußen. Parabolantennen. Ratet mal, wo die den Namen her haben. Also das Testen ist irgendwie schwieriger, weil du testest nicht den ganzen Spiegel auf einmal und wir wissen nur, wie wir Kugeln testen. Also was du tust ist, wir verdecken manche Bereiche hier, das nennt man eine Maske. Und du nimmst schwarzes Papier und du schneidest Löcher rein. Du näherst diese Parabel an mit vielen, vielen, vielen Regionen. Bei einem kleinen nimmst du 3 und bei einem großen nimmst du 8 oder 10 oder 12. Ich habe mal einen mit 14 gesehen, das ist schon ein bisschen übertrieben, aber du näherst es an mit mehreren Zonen. Du nimmst an, dass du eine gleichmäßige Kurve hast. Du machst kein lustiges Zeug zwischen den Regionen. Also was du machst, ist, du nimmst ein paar Kugeln und wenn die untereinander, wenn das Verhältnis unter denen gleich groß ist, dann funktioniert es. Und es gibt Software, die dir es automatisch ausrechnet, oder du kannst es auch einfacher machen, du nimmst ein Excel-Sheet oder LibreOffice Calc oder was auch immer du da tun willst, du kannst es machen. Es gibt viel Software und wenn ihr nach Foucault-Interferometrie sucht, dann findet man die schon. Das meiste davon läuft auf Windows, aber Wine funktioniert toll. This is the grinding part. Und das ist der anstrengende Teil. Den Spiegel machen. Für einen 8 Zoll oder 200 mm Spiegel brauchst du, ja, wenn du gut bist, 90 Stunden an Schleifen und malen, also alles inkludiert hier und testen. Wenn du durchschnittlich bist, dann mehr so 130 bis 150 Stunden für den Spiegel. Der größere Teil ist dann das Teleskop bauen. Erstmal musst du dich entscheiden, was will ich haben? Will ich ein Teleskop haben? Was übrigens komplett möglich ist, ist, wenn du es am Flugzeug mitnimmst, im Handgepäck. Ich weiß nicht, ob es die TSA mag, weil ich weiß nicht, aber ich kenne Leute, die das Teleskop als Handgepäck aufs Flugzeug nehmen. Aber vielleicht willst du, ich bräuchte öffentlichen Verkehrsmittel. So, und da musste ich das Teleskop mitnehmen, ich hatte kein Auto. Also, und da musste ich das Teleskop halt mitnehmen. Also habe ich eins gekauft, ein kleines Teleskop, und hatte es im Rucksack und hatte den Ständer in der Hand und das Augenstück in der anderen Hand. Und ich kann da nicht vorwärts gehen. So it's not hard for them. It's not easy to them for them to say no and just say okay, I don't want to. Es ist nicht einfach für die Leute, da Nein zu sagen. Sie können nicht sagen, ich habe keinen Platz dafür, weil das ist ja ziemlich klein. Es ist wirklich klein. Und Leute gehen sogar wandern mit ihren Teleskopen. Also, wir reden hier über echt leichte und kompakte Dinge hier. Aber wenn du aus deinem Garten beobachten willst, dann brauchst du das nicht, dann ist das egal. Dann musst du nicht die ganze Zeit und den ganzen Aufwand und die ganze komplizierte Konstruktion darauf machen. Da brauchst du einfach dein Teleskop und es ist dir egal, wie schwer es ist.
Du machst eine Plastikplane drüber und es ist einfach geschützt vor dem Regen und es ist einfach da. Wenn du Bilder damit machen willst, Fotos machen willst, dann brauchst du wieder andere Dinge. Also muss ich entscheiden, was will ich haben, was will ich bauen. Also fangen wir mal an, was hier die Hauptfaktoren sind. Ich habe schon Transportierbarkeit erwähnt. Dann Handling, Bedienung, das beste Teleskop bringt nichts, wenn du es nicht verwenden kannst. Du willst es stabil haben, du willst nicht viele Stunden reinstecken in die Optik und alles perfekt zu machen und dann, dann alles irgendwie schwammig ist und herumwackelt, und weil das ist irgendwie der Hauptpunkt. Weil, erinnert ihr euch, dass ich euch gesagt habe, ihr sollt keine billigen Teleskope kaufen, keine billigen Teleskope für Kinder? Und das ist genau das Problem. Die haben diese schwammige Mechanik und dann macht es einfach keinen Spaß. Und wenn es keinen Spaß macht, das zu benutzen, und wenn es auch keinen Spaß macht, das zu benutzen, dann fangt gar nicht an damit. Und das sind die drei wichtigsten Faktoren. Und vor allem diese Transportierbarkeit, das ist ein Problem. Und natürlich auch das Budget. Wenn du kein Geld hast und kein Auto hast, dann bringt es nichts, ein Meterteleskop zu machen. Das dauert ewig lange. Und wenn du nicht vorsichtig bist und der Typ, der jetzt gerade im Stream zuschaut, also vielleicht ruinierst du dann irgendwie 400 Euro an Glas. Er war fast fertig. Er war schon bei den letzten Tests. Hatte den Spiegel auf der Bank. Und seine Kinder waren daheim. Und er wollte das fertig machen. Und eins der Kinder hat die Tür aufgemacht. Wind kam rein und hat den Spiegel von vom Ständer runtergestoßen und er hatte drei sehr, sehr, sehr gut geschliffene Scherben. Und das tut weh. Ein anderer Typ, der vorher in den, von dem ich die Bilder davor habe, um das zu vermeiden, hat seinen Fuß unter den Spiegel gestellt, um den Spiegel zu fangen. Sein Fuß war gebrochen, der Spiegel war okay und er hat gemeint, es war es wert. Stellt euch das mal vor. Also, ja, seid vorsichtig damit. Und rechnet damit, ein Fehlschlag sollte nicht euren Budgetplan für die nächsten Ferien gefährden. Also, was ihr entscheiden müsst, ist, wie ihr es aufhängen wollt. Also das ist jetzt ein Alt-S-Mount. Und ihr seht da, das ist einfach. Rauf, runter, links, rechts. Ihr habt zwei Achsen. Und rechtwinkelig zu Schwerkraft und gerade. Und das ist einfach, ja. Hier haben wir einen German Mount, eine deutsche Aufhängung. Das, wenn du das machen willst, dann um Fotos zu machen, weil die Erdachse ist schräg. Und was sie hier machen, und was man hier hat, ist eine parallel zur Erdachse und um die Bewegung der Sterne auszukontern, auszugleichen. Und dann kann man das Teleskop bewegen. Also muss man sich dann nur um eine Achse kümmern, dass die funktioniert. Das ist wirklich einfacher, das ist ein großer Vorteil. Es gibt Uhren, Uhrwerke, also wie hier, diese Uhr. Altes russisches Uhrwerk, Aufhängung, die super funktionieren. Funktionieren toll. Nur sobald man sie aufzieht, also wieder Polizei, du bist auf Teneriffa, du hast dein Uhrwerkding, morgen fliege ich heim, ist großartige Nacht, aber egal, ich will jetzt Bilder machen. Und du drehst es auf und du willst Bilder machen und deswegen... Und am nächsten Tag überprüft irgendwer das Gepäck und hört so ein Ticken, tick-tack, aus der Tasche. Und der
explaining. Erklär das mal. Actually, also eigentlich, siehst du, was das für eine Form hat? Ja. Ein Amateur, sie ist eine wirklich tolle Person. She was on top of a mountain. Sie war auf einem Berg and she was setting up her telescope und hat ihr Teleskop dort aufgestellt, hat beobachtet und in der Nähe war ein Militärgebiet. Und eine der Anwohnerinnen hat etwas, das so ausgesehen hat, auf den Berg gestellt. Also in German there is a in Deutsch, da ist das, wenn du beobachtest, dann willst du es wirklich dunkel haben, weil ja, du vermeidest einfach Licht. Und es gibt den Begriff Weißlichtsau. Naja. She was there on the telescope. Und sie war da auf dem Teleskop. They und die haben sich da angeschlichen. We're talking about special ops. Und so, yeah. So Spezialeinheiten, also wirklich Militär. Die haben sich da angeschlichen und das ganze Gebiet angeleuchtet und sie hat nur gesagt, Weißlichtsau. Und dann aufgeschaut und mit Waffen in ihrem Gesicht und Leute, die geschrien haben, geh weg von dem Raketenwerfer. Also seht ihr, das ist Astronomie, ist wirklich, wirklich friedliches Hobby, aber wieder mal. Also das passiert nicht immer. Ich will euch da jetzt nicht verschrecken, aber... Also, das ist, wie man einen altes Mount bauen würde. Hier habt ihr deinen Hauptspiegel, hier hast du die beiden Stäbe, hier hast du deinen zweiten Spiegel, deinen Fokus. Also, das ist was, das kannst du selber bauen und heutzutage vor allem mit, jetzt mit 3D-Druckern kannst du den selber bauen, aber die hochpräzisen, die kosten eigentlich auch nicht so viel. Wenn du einen sehr, sehr präzisen haben willst, also richtig fancy, das kostet dann 300 Euro. Also, ja, außer es wird, wenn es so viel größer wird, dann wird es teurer, aber ja. Wie viel habe ich noch übrig? Oh, 5 Minuten. Oh, Mist. Ich meine, mir wurde gesagt, naja, egal. Ich habe 5 Minuten, tut mir leid. Also das ist ein Dobsonian. So, hier ist ein Vollrohr-Dobsonian, das ist das, was man meistens kaufen kann. Das ist wirklich, wirklich schwer. Ich meine, du kannst sie auseinandernehmen und herumtragen, weil du kannst es nicht auf einmal tragen. Und weil das ist ein Vollrohr. Das ist eine ein Truss-Rohr und das ist ein 32 Zoll Maximum. Weil das hier, der Sucher, ist auch ein newtonisches Teleskop. Es ist nur 1,5 Zoll, aber das ist der Sucher. Dieser Spiegel hier, der zweite Spiegel, hier so. Und du, also ein wirklich guter, du kannst wirklich tolle Dinge damit sehen. Und der ist 28 Zoll. Ich hab's vorher falsch gesagt, sorry. Und das hier, noch eine Truss-Rohr. Das ist ein klassisches Design mit 8 Stäben. Und das hier ist für Fotografie. Das muss wirklich, wirklich stabil sein. Du willst nicht die Kamera, die wirklich schwer sein kann, du willst nicht, dass sich die im Vergleich zum Spiegel bewegt. Du willst das wirklich nicht haben. Das ist wirklich schlechtes Karma. Das Bild wird, das Bild ist tot. Das Bild wird scheiße. Du hast eine halbe Stunde belichtet. Das wird nichts. Also du willst es wirklich stabil haben und deswegen ist es so mit dem großen Durchmesser in der Mitte und den kleineren am Rand. Here you have a three rod design. Hier hat man eines mit 3 Stäben, eins mit 2. This one is really das hier really ist compact. Wirklich, wirklich kompakt. The rods are separated. Die Stäbe kannst du auseinandernehmen. Seht ihr das da? Are base strengths.
Das sind Bassseiten. Wenn das Ding steht, kann man Musik damit spielen. Keine gute, aber man kann Musik damit spielen. Und hier haben wir das andere Teil. Und das hier ist wirklich für Transportabilität ausgerichtet. Man verliert Licht, wenn man das tut, weil das sind die Seiten, die hier in der Optik rumschwimmen. Du hast dieses große Ding da, also, aber du hast, es ist wirklich, wirklich leicht, aber man verliert halt Licht. Und ich weiß, dass ein Kollege. Dass das ein Kollege am Motorrad mitgenommen hat und damit rumgetourt ist. Also alles möglich. Also der obere Teil ist, ja, ich muss jetzt ein bisschen schneller reden, also wenn ihr mich nicht versteht, tut mir leid. Also Head, Hut ist der obere Teil und das hat zwei große Komponenten. Hier den zweiten Spiegel, das ist das shiny Ding dort und der Fokus. Das ist einer von den Fancy-Fokus, der kostet 200 Euro. Und ihr wolltet den Hut so leicht wie möglich haben, weil der ist weit weg vom Zentrum der Masse und du willst es stabil haben. Und ja, hier kommen wir in die Ingenieursprobleme. Und alle glauben, das Problem ist schwierig, aber es gibt viele gute Lösungen. Und hier sieht man Verstrebungen. Hier eine andere Lösung. Und das ist lösbar. Und Leute haben wirklich so Hüte, Sekundärspiegelsupporte mit Gitarrseiten gemacht. Also alles ist möglich hier. 2 Minuten. Aus. 2, vielleicht 5. Ich werde schneller, es tut mir leid. Hier habt ihr die Spiegelbox, die eigentlich ziemlich einfach. Ihr habt diese Struktur hier, die das alles unterstützt und zusammenhält. Hier kommen Silikonpads hin, wenn es fertig ist. Alles ist beweglich, aber und alles richtet sich irgendwann aus, sodass es hier kein Spiel mehr ist, weil das wollt ihr hier nicht haben. Das wollt ihr wirklich nicht haben. Das ruiniert euch nur das Bild ohne Grund. Das wollt ihr einfach nicht machen. Hier die Neigungsräder, die an der Box sind und die Stäbe und grundsätzlich. Das geht alles in die Rockerbox, das eigentlich Teflon auf Ebony Star Epolz ist. Das ist auf was auf den Küchenplatten, Arbeitsplatten in der Küche verbaut ist und so macht man das. Also danke hier an diese Typen, Staffis, Martin, Tassilo und die Volkssternwarte in München. Und ich will diesen Talk John Dobson widmen, ohne den es dieses Dobson-Design nicht gäbe, ohne den es nicht möglich gemacht wird. Er ist in diesem Jahr gestorben, Jänner dieses Jahres, und ja, ist gestorben. Ja. Und es war ein großer Verlust für die Gemeinschaft. Der war der Mensch, der demokratisierte Astronomie möglich gemacht hat für alle. Und ja, hier ein bisschen Software. Googelt das einfach, alles Open Source. Ladet es runter, schreibt es dann rum, modifiziert es, verbessert es. Und hier noch ein paar Links. CloudyNights.com, das ist ein englisches Forum. Alle sind hier Foren in diesem Gebiet. Astrotreff und Astronomie.de, das sind Seiten, die deutsch sind. Also da passiert alles auf Deutsch. Und das war's. Können wir noch 5 Minuten fürs Q&A haben? Ja, ich glaube, das ist möglich. Ja, danke. Also, wenn ihr Fragen habt, dann stellt euch einfach zum Mikrofon und wir fangen an mit Mikrofon 3.
So, hallo, ich war neugierig, ob die Amateurastronomen haben schon mal so Sachen gemacht wie Redshifts, Rotverschiebungen berechnet oder ob sie das als wissenschaftlich betreiben oder nur observieren. Ja, also es wird etwas Wissenschaftliches damit betrieben, aber es ist hauptsächlich, was Sterne angeht und Asteroiden und Planetoiden. Denn das Problem ist, man könnte theoretisch Rotverschiebungen ausrechnen oder messen, aber für diese Berechnung brauchst du eine sehr hohe Auflösung, Spektrometer mit hoher Auflösung, und die sind teuer. Und die sind auch aus einem Grund teuer, also die kann man auch nicht einfach selbst machen. Um also Rotverschiebungen zu berechnen, das ist auch schwierig, und Spektrometer brauchen sehr viel Licht, und man kann das nur an hellen Objekten machen, und die hellen Objekte sind eh alle schon vermessen. Also man kann das machen, aber man kann damit nicht viel Neues beitragen. Die Hauptbeiträge von Amateuren sind, wie ich schon sagte, kleine Planetoiden zu finden und variable Sterne. Und es gibt auch galaxysview.com, wo man Bilder von Galaxien hat, und man kann sich die auf dem PC angucken, das ist super, say, okay, wenn man auf irgendetwas wartet. Und man kann Galaxien klassifizieren dort. You're welcome. Yes, please. Okay, nächste Frage bitte. Hallo? Wenn man einfach nur Glas als Spiegel nimmt, ohne die reflektierende Oberfläche, geht da nicht viel verloren? Ja, ja, das ist so. Du musst es bedecken. Ich habe das in meinem Talk komplett vergessen zu erwähnen, und danke, dass du mich darauf hinweist. Du musst es irgendwo hinschicken mit einer Vakuumkammer, wo es bedeckt wird mit einem Deckmaterial. Zum Beispiel, Silikonoxid, damit das Ganze versiegelt ist. Und man kann es auch zu Hause machen. Es gibt eine chemische Reaktion, wo elementares Silber herausfällt, und man kann das somit selbst mit Silber bedecken, aber dabei wird Wasserstoff freigesetzt, und das ist halt explosiv, und dann will man das vielleicht nicht machen. Okay, ich wollte nochmal sagen, du hattest Dobson erwähnt am Ende, und ich möchte sagen, was lustiger ist mit Dobson. Der hat mit Astronomie angefangen, weil er Hindu wurde, und im Hinduismus gibt es Kreationisten, und das Problem mit den Hindus ist, sie müssen ein anderes Problem akzeptieren, als deren Universum ist Billionen von Jahren alt, und einer der Gründe war, weshalb er das probiert hat, und er wollte die Leute von einem Steady State Universal Model überzeugen, und das ist ein Beispiel, wie man halt tolerant gegenüber religiösen Menschen sein kann. Es mag ein paar Idioten dort geben, aber du kriegst auch manchmal sehr schöne Nebenergebnisse davon. Ja, okay, sorry, ist gerade ein bisschen hart zu übersetzen, weil das Mikro. Ich wollte nur sagen, wir hatten da mal ein Problem. So, ja, wir sind jetzt knapp in der Zeit, also danke, dass du das beigetragen hast, aber wir wollen noch eine Frage. Ja, ich habe eine Frage. Du hast gesagt, man kann kein normales Glas benutzen. Was für Glas soll ich denn kaufen? Man möchte Glas benutzen, das bei Temperaturunterschieden sich nicht so sehr ausdehnt. Man möchte den Spiegel sanft abgekühlt, damit man keine durch thermische Ausdehnung oder Zusammenziehung verursachten Unebenheiten hat. Und man bringt dieses Teleskop aus einem 20 Grad perfekt temperierten Umgebung, wenn du Pech hast, in eine minus 10 Grad kalte Außenumgebung. Und wenn du kein spezielles Glas hast oder auch damit, da musst du
warten, bis der Spiegel komplett abgekühlt ist. Und das ist die ganze Sache dabei. Und wenn du kleine Teleskope machst, dann kannst du dünne Glasscheiben benutzen, normales Fließglas, wie es für Fenster verwendet wird. Und dann kühlt das problemlos ab. Was ist das Glas genannt? Es wird BK7 genannt oder Pyrex. Es gibt sehr viele verschiedene. Das meiste davon ist Fließglas, aber es gibt sehr viele verschiedene Warenbezeichnungen dafür. Es ist auch gar nicht so teuer. Es gibt also sehr viele verschiedene Glassorten dort. Und ich denke, das war's mit den Fragen. Ja, sieht so aus. Dankeschön.